Der nachfolgende Film zeigt die wichtigsten Montageschritte eines Helios-Schachtgerüsts aus Alulegierung. Das gezeigte Beispiel bezieht sich auf eine Installation an der Außenwand eines vorhandenen Gebäudes und betrifft eine Aufzugsplattform mit zwei Haltestellen und zwei nebeneinander liegenden Zugängen. Voraussetzung zu Beginn der Installation ist die Errichtung einer Schachtgrube oder Schachtvertiefung und die Durchführung der erforderlichen Mauerwerke zur Herstellung der Etagenhaltestellen. Bevor man mit der Montage beginnt, ist es wichtig, das Set anhand der beiliegenden Verpackungsliste auf Vollständigkeit zu überprüfen. Während der Montage können Sie sich zudem auf das Handbuch und die Zeichnungen beziehen, die im Lieferumfang enthalten sind. Als erstes werden die Füße am Boden der Schachtgrube befestigt. Nachdem die Vierkantmuttern in die Stege der Stände eingesetzt worden sind, die später der Befestigung der Querträger dienen werden, können die Ständer auf die Fußhülsen gesteckt werden. Danach wird die Hammerschraube in das Langloch der Ständer eingesetzt, mit der Unterlegscheibe und der Mutter M10 versehen. Und die Mutter wird mit einem Anzugsmoment von maximal 30 Newtonmetern festgezogen. Nun ist es Zeit, die ersten Querträger am Boden der Schachtgrube zu befestigen. Den spezifischen Querträger der Türunterseite auf der vorgegebenen Höhe mit Hilfe des entsprechenden Einzelwinkels mit dem Ständer verbinden. Den spezifischen Querträger der Türunterseite auf der vorgegebenen Höhe mit Hilfe des entsprechenden Einzelwinkels mit dem Ständer verbinden. Der Winkel wird mit den zuvor eingesetzten Senkschrauben und den Vierkantmuttern am Ständer sowie mit einer entsprechenden Schraube und Mutter am Querträger befestigt. Für Grubenhöhen von weniger als 120 mm ist ein spezieller 60 mm Querträger vorhanden. Die anderen Querträger dieser Reihe gleichermaßen mit den Doppelwinkeln befestigen. Die Muttern mit einem Anzugsmoment von maximal 20 Newtonmetern festziehen. Bevor die nächste Querträgerreihe montiert wird, muss das Glashalterungsprofil positioniert werden, das dann als Bezugspunkt für die Montage des oberen Querträgers dient. Die Kunststoffklammern in die Schiene des Ständers einsetzen. Falls erforderlich, können die Klammern von Hand gedehnt werden, damit sie nicht nach unten rutschen. Das Glashalterungsprofil in die Ständer einrasten. Denselben Vorgang zur Montage aller anderen Querträger an den ersten Quadern der Ständer wiederholen. Um die Montage fortzusetzen, anhand der Konstruktionszeichnung die Länge der zu verwendenden Quader prüfen. Um die nachfolgenden Ständer zu verbinden, die geeignete Hülse verwenden, die an den beiden Enden mit zwei Hammerschrauben, entsprechenden Unterlegscheiben und Muttern mit einem Anzugsmoment von maximal 30 Newtonmetern befestigt werden muss. Zuvor kontrollieren, ob für die Ständerschiene eine oder mehrere Viereckmuttern zur nachfolgenden Befestigung der Querträger auf der Höhe der Verbindung zwischen zwei Ständern benötigt werden. Die Gerüstmontage fertigstellen. Bevor das Gerüst ins Lot gebracht und befestigt wird, muss das Stützkreuz am Schachtkopf montiert werden. Die vier mitgelieferten Elemente mit den Ständern verbinden. Die Gewindestangen großzügig auf Maß schneiden und die Stangen positionieren. Nun kann die Rechtwinkligkeit des Gerüsts über die Muttern eingestellt werden. Jetzt wird das Gerüst lotrecht eingestellt, um es dann endgültig durch die vier Spreizdübel zu positionieren, die in die Füße der Schachtgrube eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die teleskopische Einstellmöglichkeit der Füße ausschließlich zur vorübergehenden Aufstellung des Gerüsts genutzt werden kann. Vor der endgültigen Befestigung am Schachtboden müssen die Füße bis zum Endanschlag zurückgestellt und an der Auflagefläche ausgeglichen werden. Nun werden zur weiteren Gerüstbefestigung die Querträger der Türunterseite in der Nähe der Ständer mit zwei Verankerungsdübeln, Spreizdübel oder chemische Dübel, je nach Beschaffenheit des Untergrunds, montiert. In unserem hier dargestellten Beispiel wird der Schachtkopf an den 10 cm weit entfernten Sims mit Hilfe der speziellen Teleskopstütze mit doppeltem Schlauch und Sperrbolzen realisiert.
Je nach Installation kann das Gerüst zusätzlich mit Verstrebungsstützen, Stützkreuzen und Balken verstärkt werden. Bei der hier dargestellten Installation wird ein teleskopisches Klemmstück verwendet, das die hinteren freien Ständer blockiert. In diesem Fall müssen die beiden Teile montiert, das Klemmstück auf der angegebenen Höhe positioniert und am Gerüst befestigt werden. Dazu werden die Löcher für die mitgelieferten Schrauben in die Ständer gebohrt. Nachdem die teleskopischen Endteile eingestellt worden sind, wird das Gerüst zusätzlich am Gebäude mit Spreizdübeln oder chemischen Dübeln befestigt. Auf Anfrage stehen auch Bügel zur Befestigung zur Verfügung. Nun ist das Gerüst rechtwinklig, gelotet und endgültig an seiner Unterlage und am Gebäude befestigt. Die Dachstruktur ist bereits vormontiert. Um sie richtig zu montieren, müssen zuerst die Hammerschrauben in die Löcher der Dachflügel eingesetzt werden. Danach wird das Dach der Neigung entsprechend montiert. Die Schraubenköpfe in die Schienen der letzten Querträger eingesetzt. Und die Muttern werden mit einem Anzugsmoment von maximal 30 Newtonmetern festgezogen. Bevor der Aufzug montiert wird, sollte die Verkleidung an der mechanischen Seite montiert werden, um zu vermeiden, dass später Montageschwierigkeiten durch Schienen und mechanische Organe entstehen. Dies ist jedoch nicht unbedingt notwendig und kann von Fall zu Fall unterschiedlich gehandhabt werden. Ein wichtiges Merkmal aller Donzelli-Gerüste ist, dass alle Verkleidungen und Zubehörteile an der Innenseite des Raums montiert werden. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn die Installation im Inneren des Gebäudes neben den Treppen erfolgen soll. Hier sehen Sie den Ablauf der Montage einer gerippten Blindplatte auf den äußeren Rand am Gerüstfuß. Die Blindplatte oder Glasscheibe einsetzen, die als Rolle mitgelieferte Dichtung in das Glashalterungsprofil schieben und letzteres in die Schienen an den vier Seiten einrasten. Auf dieselbe Weise das Gerüst an der mechanischen Seite verkleiden. Nun kann der mechanische Teil montiert werden. Danach können die Kabinentüren montiert werden. Wenn alle Türen montiert worden sind, kann die Verkleidung fertiggestellt werden. Hier sehen Sie als Beispiel, wie eine Glasscheibe an der Türoberseite von innen montiert wird. An allen Donzelli-Gerüsten erfolgt die Verkleidung mit nur einer Tafel, wodurch eine doppelte Verkleidung überflüssig ist. Das hier vorgestellte Modell Helios ist zudem mit einem speziellen umkehrbaren Glashalterungsprofil versehen, das es ermöglicht, das Gerüst sowohl von innen als auch von außen zu verkleiden. Als erstes wird das Glashalterungsprofil mit der eingesetzten Dichtung montiert. Erst dann wird die Glasscheibe an die Ständerlippen angedrückt und daraufhin mit den Einrastbändern befestigt. Auf Anfrage sind die Einrastbänder für alle Querträger, auch für den Fall einer Außenmontage der Glasscheibe, sowie die speziellen Kabelhülsen für die Querträger erhältlich. Nun können die Aussparungen der Tür, in diesem Fall an zwei Seiten, verkleidet und die Verkleidung mit Hilfe von selbstschneidenden Schrauben oder strukturellem Klebstoff befestigt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Verkleidung nicht als Türverstärkung bzw. Unterstützung dient. Daher muss sie an den Querträgern des Gerüsts befestigt werden. Die Querträger des Modells Helios sind 40 mm stark. Einzelne Türen, meist die manuellen Türen, können auch 50 mm stark sein. In diesem Fall ist ein spezielles Profil auf Anfrage erhältlich, das die Seitenpaneele mit dem Türrahmen verbindet. Für alle Donzelli-Gerüste stehen viele unterschiedliche Zubehörteile wie Bühnen, Geländer und seitliche, matte oder durchsichtige Verkleidungen zur Verfügung. Dieses Beispiel zeigt die Installation eines Panoramakragdachs zur Überdachung des Erdgeschosseingangs. Dieses Zubehörteil wird ganz einfach mit Schrauben und Muttern an den Ständern befestigt.
Somit ist die Aufstellung des Gerüsts beendet und der Aufzug kann montiert werden. Das Modell Helios gibt es in verschiedenen Ausführungen, um es unterschiedlichen Glasverkleidungen anpassen zu können. Farblos eluxierte Fertigung und durchsichtige Glasscheiben. Die gesamte RAL-Farbauswahl ist erhältlich. Hier wird die Lösung mit dem Schachtgerüst in RAL 9003 und Stoppsol reflektierendem Glas gezeigt. Sowie eine Struktur in RAL 1015 mit weißem Milchglas. Und hier eine der neuen Hochglanzausführungen im Farbton Kupfer mit Bronzerauchglas. Zur Montage, Einstellung des Lots und Befestigung des hier gezeigten Gerüsts werden schätzungsweise 2 Tage und zur Verkleidung und Türmontage weitere 2 Tage benötigt. Das Montageteam besteht in der Regel aus 2 Personen.